Neulich bei Two and a Half Men. Ich bin fest entschlossen, eine Frau zu finden, die mich um meinetwillen gern hat und nicht um meines Geldes willen. Eigentlich brauche ich von allem ein bisschen. Okay, ich berate Sie gern. Wir haben ein Vergnügen. Kate. Kein Problem. Sam Wilson. Ich finde es zur Abwechslung sehr erfrischend, endlich mit einem Mann wie Ihnen zu reden. Einem Mann wie mir? Ja, einem Mann, der einen nicht ständig damit beeindrucken will, was für tolle Sachen er hat. Kate, das ist mein Freund Alan. Wie lieb, dass Sie uns abholen. Ja, der Clown wohnt bei mir zur Untermiete und jetzt will er auch noch gefahren werden. Zieh lieber aus. Kann ich mir nicht leisten. Wie wär's, wenn du hier aufschlägst? Bist du dir wirklich sicher? Ich muss rausfinden, wo das mit Kate hinführt. Eins musst du mir versprechen. Was? Dass wir immer ehrlich zueinander sind, was auch geschieht. Alles klar. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich ein paar Leute zu Weihnachten einlade. Es sind nur Jake, Lindsay und meine Mom. Klar, ist doch Weihnachten. Da feiert man mit seinen Lieben. Genau. Und mit meiner Mom. Na dann hör mal, Sam Wilson, wie läuft's denn in Kummersdorf? Seid ihr Les Miserables? Mit dieser Frage trägst du Eulen nach Athen. Kunststück. Gestern Abend war ich mit Kate shoppen in einem 99-Cent-Laden. Der Schuppen ist voll der Wahnsinn. Hast du gewusst, dass da alles 99 Cent kostet? Gewusst? Die sollten meine Hochzeit ausrichten. 2 Dosen Pfirsiche, 99 Cent. 4er-Pack Joghurt, 99 Cent. Dekorative Eulenbecher, 99 Cent. Da war Wein drin. Rate mal, wie teuer. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. 99 Cent? 79 Cent. Beschädigte Verpackung. Ab sofort werde ich alles kaufen in dem Schuppen. Keine Kondome. Danach kam nämlich Jake. Hey. Hi, Baby. Ich muss los. Oh, hey, Katie. Alan, na, wie geht's? Hervorragend. Ich schlürfe gerade einen Wein aus dem 999-Dollar-Laden. Mach's gut, Alan. Vollidiot. Lass ihn. Wie war dein Tag? Es ist Weihnachten, Sam. Fröhliche Menschen wünschen einem Frieden auf Erden. Er war grauenvoll. Okay, ein klarer Fall von Grinch. Nein, ein Fall von 9-Stunden-Schicht, bei der man zuhören muss, wie Celine Dion Oh Holy Night ermordet. Oh. Wenn ich die magere Zicke jemals erwische, prügle ich sie so, dass sie nie wieder Weihnachtslieder singt. Und nur darum geht es an Weihnachten. Tut mir leid. Und wie war dein Tag? Nachdem du gegangen warst, hab ich Frühstück gemacht. Oh, und ich war am Briefkasten. Dann habe ich ein bisschen an meiner neuen App programmiert. Und dann habe ich intensiv über den Zweiten Weltkrieg recherchiert. Im Ernst? Ja, bin bei einem Dokumentarfilm eingeschlafen. Schatz, darf ich ehrlich zu dir sein? Klar, was gibt's? Ich arbeite wie eine Verrückte. Ich fänd's echt wahnsinnig schön, wenn du... Ich weiß nicht, etwas beitragen würdest. Du hast schon gehört, dass ich am Briefkasten war, oder? Und du weißt schon, dass es Rechnungen waren, die du da reingeholt hast, oder? Okay. Ich meine, ich find's toll, dass du an deinen Computersachen arbeitest, aber wir brauchen mehr Kohle. Okay, kriegen wir hin. Dann werde ich jetzt nach Arbeit suchen. Danke. Ich erwarte nicht, dass du ein paar Millionen verdienst, keine Sorge. Gott sei Dank. Oh. Geh ruhig ran, ich lass mir ein Bad einlaufen. Ich stinke nach Freude und Frieden. Hey, Billy, was gibt's? Bis darauf, dass ich unser Unternehmen leite, während du dich vergnügst, nicht viel. Sei ein Mann und gib zu, dass du auf Entzug bist. Ich hab dir doch gesagt, ich bin nicht auf Entzug. Ich bin nur auf einer spirituellen Reise. Auf einer spirituellen Reise. Davon habe ich 4 hinter mir und wach trotzdem noch auf und brülle nach Meth. Ich nenne es Eat, Pray, Love und hab wilden Sex mit einer asiatischen Nutte. Was willst du, Billy? Ich will dich nur auf dem Laufenden halten, was hier abgeht. Wir haben tackerlose Tacker, wir haben neue Computer im Büro. Mark Zuckerberg bietet 800 Millionen für eine Mehrheitsbeteiligung an unserer Firma und die Rothaarige vom Marketing trägt keinen BH. Warte mal. War das ein Witz? Es gibt tackerlose Tacker? Ich finde, wir sollten sein Angebot annehmen. Billy. Wir haben den Electric Suitcase von Grund auf entwickelt. Wir haben das außerdem alles schon mal durchgekaut. Du warst sauer, weil ich unsere letzte Firma verkauft habe und inzwischen weiß ich, du hattest recht. Ich war auch sauer auf den Gangster, der mir Crack verkauft hat, aber ich...